Hallo! Okay. Ihr werdet am Ende dieses Videos sehen, das ist unsere zweite Begrüßung. Ich bin froh, dass wir das nochmal gemacht haben. War doch eine gute Entscheidung. Es war nicht abgesprochen, muss ich anmerken. Es war nicht abgesprochen. Nein, es ich kann ja auch kurz sagen, was ich gehofft habe. Ich habe gehofft, dass Dominik die Fresse hält. Ich habe gehofft, dass du die Fresse hältst. Was nicht verwunderlich ist, dass wir das beide das gleiche gehofft haben. Aber nicht das gleiche bekommen haben. Ja. So. Ja, ich bin da. Dominik ist da. Es geht weiter. In den letzten 2 Minuten des Videos seht ihr unsere erste Begrüßung. Ja, und die war weniger gut, außer dass ich oh, geil. Okay, time to play toy soldiers. You've got a limited access pass. Was? Mag meine neue Kleidung nicht. Steig aus! Was denn jetzt? Ich sehe nichts. Ich bin im Ladebildschirm, so. Ach so, das ist die Aufgabe. Okay. Ja, erzähl. Ach so, scheiße. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Okay. So. In der letzten Folge, bei der Rückfahrt, habe ich als Geschichte, hinter dir. Umdrehen. Danke für den Tipp. Coronavirus-Quarantäne-Tipp. Zum Anschauen gegeben mit Brustkatzen und ihre Raubtiere, aka Tiger King, und der andere Kerl da hier auch noch dabei ist, hat ja gesagt, dass er sich das dann mal anschauen wird. So, wie fandest du es? Ich möchte noch mal zu meiner Verteidigung sagen, ich möchte noch mal anmerken, er hat gesagt, er macht jetzt eine Review in diesem Video, also wollte ich jetzt auch noch mal anmerken. So, jetzt kannst du. Ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, es war, als wir es aufgenommen haben, hatten wir noch gerade eben 1 Uhr morgens. Als wir es uns angeguckt haben, war es 2 Uhr morgens. Und ich bin um 7 Uhr morgens schlafen gegangen. Ich habe mir alle Folgen angeguckt. Eine spoilerfreie Review natürlich, ne? Kannst du machen, mir egal. Wenn dann schreib mal ganz laut Spoiler. Nee, ich versuch's so spoilerfrei wie möglich zu halten, falls es nicht möglich sein sollte. Und man auf Nummer sicher gehen möchte, ich werde es wahrscheinlich falls ich im Nachhinein merken sollte, dass es einen Spoiler beinhaltet, werde ich es in meiner Version auf jeden Fall rausschneiden. Also so ein Piepgeräusch reinmachen, als würdest du gerade anfangen, richtig zu fluchen. Ja. Also wenn man in meiner Version merken sollte, okay, da ist gerade ein ziemlich komischer Ton. Dann diese eine Frau, die hat angefangen. da gab es dann einen Spoiler. So, und zwar, ich werde sowas, wenn ich das wahrscheinlich machen, also von daher. Wirst du das nicht machen? Was denn ich jetzt will ich machen? Achso, okay. Aber hoffentlich müssen wir es nicht machen. Und zwar, oh scheiße, wir haben Zeitdruck. Das wird interessant. Warte mal, muss man erstmal da rein. Ich finde es gut, dass wir jetzt so viel reden. Ja. ich hänge am Geländer fest. Wo bist du eigentlich? Ich bin oben. Wie? Ist nicht fair. Greif auf die Konsole zu. Wo ist die Konsole? Da ist die Konsole. Ich schwöre, wenn ich jetzt erst oben ankomme und das ist alles schon fertig, ich schwöre, ich bring dich um. Ach, ja, fick dich, Lester, sag das doch vorher!
Was denn? Ja, er hat jetzt gesagt, dass es einen Aufzug gibt. Ja, mit dem bin ich gefahren. Was für ein Hurensohn. Nein, fast passen sich doch gar nicht, wo ich hinlaufe. Ich bin schneller. So. Oh Gott. Oh Gott, hier ist jemand. Ich wollte den gerade schlagen. Wieso ist der nicht gestorben? Ich hab den angeschossen und der ist umgekippt, aber der ist aufgeploppt und war nicht hier. Wo müssen wir hin? Komm! Okay. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen, aber ich trau dir mal. Also, erzähl mal weiter. Ja, also, da ich ja jetzt nicht spoilern möchte, kann ich jedem ebenfalls raten, sich die Dokumentation anzugucken. Es ist, ja, wie beschreibt man das denn am besten? Und zwar, ist es erschreckend zu sehen, was es für Menschen gibt. Also, hätte ich nicht die ganze Zeit gewusst, ja, das ist wirklich passiert. Das ist eine Doku, das ist, ne? Ist echt? Dann hätte ich gedacht, ja, ist eine schöne Story, ja, ne? Würde einen geilen Film abmachen. Aber nein, das die Charaktere in diesem Film, in diese Doku-Serie, die sind echt. Ich versuche irgendwie vom Geländer runterzukommen. Achso. Man muss ja anmerken, ich weiß nicht, ob ich es getan habe in der letzten Folge. Die Dokumentation war ursprünglich eine Dokumentation über illegalen Reptilienhandel. Änderte sich dann zu einer Dokumentation über Großkatzenhalter. Was dann aber auch nur für eine Folge, also die erste Folge, auch so wirklich dann noch geblieben ist. Ab Folge 2 geht's dann irgendwie den Bach runter. In einem positiven Sinne. Zumindest für den Zuschauer. Ja. Also, je nachdem, wie man halt gestrickt ist. Also, Für die Beteiligten ist es nicht gut gewesen. Für die Beteiligten erst recht nicht, aber da gab es auch so ein paar Stellen, wo ich mir so dachte, ja. und wie gesagt, Dominik hat es mit mir gesehen und ich habe sehr viel geflucht. Ja. Und, ja, es ist halt erschreckend zu sehen, wie Menschen halt denken, sie würden etwas Gutes tun, kritisieren andere dann für Taten, die sie dann selbst tun. Ich glaube, das kann ich sagen, das ist ja spoilerfrei. Ja, ja. Ja, das passt ja zu fast jedem, der da vorkommt irgendwie. Ja, aber weiß, welche Person ich am meisten meine. Ja, ja, ja. Und man fragt sich doch, was das. Eigentlich geht's ja in der Serie, muss man ja schon, also eine Dokumentationsserie, über halt den Großkatzenbesitz im Privaten. Ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob es in der letzten Folge dann noch gesagt wurde. Ich glaube, ganz am Ende wurde es doch gesagt. Bei dem Abspann. Es gibt halt mehr Katzen in Amerika, die in Gefangenschaft leben, als es weltweit in Freiheit gibt. Das wurde auch in der ersten Folge genannt. Und man. Das ist der erste Satz. Also, ja, okay. Das wusste ich nicht mehr. Ich wüsste aber definitiv, dass es am Ende nochmal gesagt wird. Weil ich mich an einen Text erinnern kann. Das Traurige ist aber. Also das Gute, also teilweise gut, teilweise traurig. Man vergisst, wenn man die Serie guckt, das eigentliche Thema.
der Dokumentation. Einfach weil so viel passiert, dass man daran gar nicht mehr denken kann. Ja, man vergisst halt das eigentliche Problem, weil, sind wir mal ehrlich, da sind so viele Probleme. Das ist so abgefuckt. Ich habe, glaube ich, nach Folge 2 habe ich gesagt, oder nach Folge 3, habe ich gesagt, jedes Thema, was sich Patrick vorstellen kann, kommt noch dran. Also, es war am Ende nicht jedes Thema, also... Ja. Pädophilie war nicht dran, aber... Nekrophilie auch nicht. Aber es ist... Würde ich zu viel verraten, wenn ich sagen würde, es ging in die Richtung. Aber es, ja, es gibt viel verrückten Scheiß. Also, ja. Folge 5 ist immer noch die beste Folge. Und die traurigste, und die schockierendste, und die witzigste. Das ist gefühlt alles. Jede Kategorie kann man zur Folge 5 sagen. Es würde passen. Ja. Ja, das Problem bei mir war halt, die traurige Stelle, hab ich halt nicht wirklich realisiert, ja, zu dem Zeitpunkt. Ja, du hast es ja schon geahnt. Nee, das nicht. Ich habe ja was ganz anderes geahnt. Ich hab dir ja gesagt, was das Thema war, aber ich hab dir ja nicht wirklich gesagt, was ich geahnt habe. Ah, okay. Also ich hab dir ja nur gesagt, dass ich was gelesen habe, aber ich habe halt gedacht, dass das wirklich passiert ist. Das meine ich auch gar nicht mit dem traurigsten. Ja, nee, du weißt, was ich mit. Was, ja, ja, ich du weißt, weiß, was du mit dem traurigsten meinst. Weißt du nicht, ob das. Dachtest du, das wäre das traurigste? Was meinst du denn mit dem traurigsten? Das ist in Folge 5. Make America Exotic Again. In der Folge bin ich auch. Ja. Ja. Und der eine Sache. Der Videokamera. Ja. Ja. Ja, weil du was von. Die hab ich nicht realisiert. Nein, ich. Also, da hast du nicht realisiert wegen der anderen Sache. Okay. Genau. Jetzt ergibt weil ich halt. Weil du hast ja gesagt, ja, du hast das geahnt, aber nein, ich hab die andere Sache geahnt. Also. Die Sache, die nicht passiert ist, aber halt, ich habe mir gedacht, dass sie passiert ist. Da habe ich ja gesagt, zum Glück habe ich mich verlesen. Du hast ein paar Sekunden davor gesagt, dass das, Dann habe ich es falsch formuliert. Aber ich habe es halt... Oder direkt danach hast du gesagt, dass du schon das Gefühl hattest, dass was passiert. Irgendwo ja, eins aber nicht, von beiden. Aber nicht, dass das passiert. Ich hab halt null damit gerechnet, weil ich wusste halt auch gar nichts. Du hattest ja mich noch, der die ganze Zeit sagt, ja, das wird noch besser, das wird noch besser. Mhm. Du denkst, hatte ich schon das Schlimmste, Bruder. Wir haben noch ein paar Folgen. Ja. Ich war da ein bisschen perplexter über die ganze Situation. Aber gut, ich war bei vieles ein bisschen perplexter. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, weil die Beziehung einfach nicht gegeben war. Also weiß ne, ich war halt in dem Moment wegen dieser anderen Sache halt nicht so in der Sache drin. Mit meinen Gedanken. Oh, ich lieg dann schon mal. Oh, ja. Okay. Ich auch nicht. Das ist viel Spaß. Jo. Wieder schneller ist. Wieder den Balken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Sorgen, sagt man, sind dort oben. Vergessen und dann verborgen und dann ja, Sorgen verborgen. Ja, ich wusste nicht mehr, was da kommt. Irgendwas mit fair.
sind die einfachsten Haus-Maus-Reime. Kraus. Saus. Klaus. Klaus, Klaus, Klaus. Scheiße. Finde ich auch. Das war nicht besonders gut. Muss ich nochmal dran arbeiten. Aber, wie gesagt, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Nur halt nicht, wenn man sehr tierfreundlich ist. Dann sollte man sich nochmal überlegen, ob man sich das wirklich angucken kann. Es wird sehr moralisch verschoben, sagen wir mal so. Sehr. Aber da wir halt kranke Motherfucker sind, die sich gerne mal aufregen, war es für uns weniger ein Problem, weil wir uns ja sowieso über alles aufregen. Und lustig machen. Ja. Ja, wobei, da konnte ich mich halt echt nicht drüber lustig machen. Manche Sachen waren aber zum Kaputtlachen. Das musst du schon sagen. Gut, die hatten dann auch nicht so Wüttenbachendes drinne. Eben. Die waren harmlos, also wirklich, die hatten gar keinen Schaden zugefügt. Aber die waren dann doch witzig. Also wenn ich dann mal an Folge 3 denke, ich glaube, da habe ich keinen einzigen Witz reißen können. Nee, das ist auch ein bisschen zu ernst. Ne? Ich habe mich verschluckt. Deswegen. Corona. Ja. Aber, ja. Lohnt sich. Und das muss man halt wirklich binge-watchen, also... Da hatte ja. Dominik in der letzten Folge halt wirklich recht, das und kann man... Wie gesagt, ich bin jemand, der Sachen eigentlich nicht gerne binge-watcht. Gibt mir für Sachen eigentlich immer recht Zeit. Aber da musste ich auch mich hinsetzen und alles in einem zu schauen. Ja, wobei, muss zugeben, bei Game of Thrones war es manchmal ein bisschen nervig. Ja, ist halt so wie die zweite Folge, ne? Ja, eben. Das Ding ist halt, an sich ist es halt nur, bei der Serie ist es halt nur eine Folge, bei der das so ist. Bei Game of Thrones war es ja gefühlt jede Folge. Ja, eben. Aber wie, ne? Aber, ne, das wahrscheinlich ist halt so ein, hätte ich dann, das halt schon... trotz allem dem, weil ja eine Folge eine Stunde geht. Na, ne, wenn ich mal bei der vorletzten Folge wieder gesagt, gut, jetzt machen wir Pause. Ja, das schon, aber, also die ganze Serie hätte je nicht nachdem, wann ich es geschaut hätte. Du hättest auf jeden Fall gebingewatcht. Ja. Aber einfach ein. Einfach nur, um mal sagen zu können, dass du auch mal dass du auch das ein oder andere mal binge-watcht. Ja, es ist, wie gesagt, kommt halt drauf an, was es ist und wie es mir gefällt. Weil, es gefiel mir halt sehr gut und da braucht man halt keine Cliffhanger. Game of Thrones, gut, Cliffhanger helfen, ne? Wir wissen, was passiert. Aber Game of Thrones hatte ich wahrscheinlich nur die letzte Folge halt nicht in einem Stück geschaut, weil, ne, die Folgen gehen eine Stunde, so circa. Und je nachdem, wann ich schaue, bin ich wahrscheinlich dann so im Arsch, dass ich halt das nicht dann doch gucken kann bei 8 Folgen. Das Ding ist, ich schaue ja teilweise immer noch Game of Thrones, also die letzte Staffel vor allem. dieser Seufzer, das beinhaltet er. Also, es ist ja Game of Thrones, sagen wir es mal so. Also man kann nicht erwarten, dass es ein Happy End gibt. Und, ich find's halt, ja. Bei manchen Charakteren finde ich halt das Ende schade, also was das Endresultat ist. Aber, irgendwie finde ich es auch gut, dass wir mal, ja, so einen verdienten Schlag in die Fresse bekommen haben. Weil sonst, ich finde, wir sind schon, ja, übersättigt an.
ja, wirklich guten nicht an guten Storys, sondern an Happy Ends. Weil, guck dir einfach Marvel-Filme an. Hast du nach jedem Film außer bei Infinity War hast du ein fucking Happy End. Ich wollte jetzt ein anderes Beispiel sagen, aber als Happy End würde ich das jetzt auch nicht bezeichnen. Happy in Was denn? Anführungszeichen. Was denn? Ja, Joker wollte ich sagen, das hat ja auch an sich ein Happy End. Ja. Aber ein sehr verzerrtes Happy End. Aber ein Happy End. So, das hast du halt bei Game of Thrones nicht. So, egal, in welche Richtung du guckst, es fühlt sich nicht an, als. Also, klar, schon irgendwo, ne, glaubst du, dass es ein Happy End sein könnte, aber das ist halt nicht das, was alle gehofft haben. So, und ich sehe es halt so, wie es vielleicht nicht gewollt ist. Aber ich hoffe es, dass es so gewollt ist. Halt so als Zeichen, ja hier, wir schreiben die Storys und wir haben immer noch ne, die Entscheidung, wie wir unsere Charaktere, die wir ja aufgebaut haben, in unseren Welten, wie wir sie ne, uns vorstellen. Ja. So, wenn du dann sagst, ja, okay, Tyrion soll sterben, dann stirbt Tyrion. Fertig. Ach ja, Han Solo stirbt. Ja, ich glaube, Was? Nein. so, ich glaube, das war's dann für diese Folge. Ja, das glaube ich auch. Cool. Oh, hallo. Bin gerade beschäftigt. Okay, soll ich dann einfach eine Verabschiedung machen? Mach mal eine. Okay, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Folge. Geht ja online. Mit den Typen hinter mir, beziehungsweise mit mir auch. Ja, ich verkrieche mich da von ihnen da weg, weil ja, Corona. Wir sehen uns. Tschüss. Hallo und willkommen zurück zu. Hallo? Hi. Darf ich meine Begrüßung? Hallo! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Wieso darf ich Folge meine GTA Begrüßung nicht Online. machen? Ich weiß jetzt nicht, was mit meinem netten Kollegen passiert ist, aber ja. Hallo! Patrick? Ja, ich bin nicht alleine neben mir. Mit definitiv ein Meter, Hallo? mehr als 1,50 Meter Abstand der DBD-Call. Wartet mal kurz, ich glaube, er hört mich nicht. Der nichts sagen möchte. Aber ich weiß, wieso er mich nicht hört. Wieso ist das so? Er wird mich gleich hören. Er hört ihn jetzt, er hört ihn jetzt kurz nicht. Ich weiß nicht wieso, aber mein Internet am PC war kurz weg. Nicht an der PlayStation. Hi, mein Internet war kurz am PC weg. Ach so, Du hast ja. mich gerade, du hast mich in meiner Begrüßung unterbrochen. Ach so, ja, als du gesagt Ich hast, sag, hallo und herzlich willkommen zurück zu. Hallo? Ich denke mir so, wieso sagst du jetzt hallo? Du sollst nicht auf meine Begrüßung antworten. Dann machst du einfach selbst die Begrüßung. Ich dachte mir so, oh, Ja, okay. dann mach's halt nochmal neu. Nein. So, ich bin hier, hallo. Nee, weil meine Begrüßung toll war. Ja, deswegen lasse ich die jetzt auch alles so drin. Ja. Ja, nee, ich mach die jetzt noch. Ja, Du dann mach kannst als neu. Outtake Das, reinmachen. Kannst als nee, Outtake das. reinmachen. Nee, nee, Doch? nee, nee, das bleibt Doch? drin. Nein! Oh, no! Ich hau ab. Ich schwör. Okay, kein Problem. Dann mach ich den Scheiß hier.